Adam saß allein im Paradies, und weil das Alleinsein traurig ist, sagte er, ich spende meine Rippe, denn ich seh mich so nach einer Sippe. Also sprach der Herr, na gut, es werde, nahm die Rippe, mischte sie mit Erde. Form deinen Körper, sagte, schau, Adam, das ist Eva, deine Frau. Sie hat Augen und sie schaut dich an, Mann, und du spürst, was da geschehen kann. Sie hat Ohren und sie hört dir manchmal zu, denn das Wichtigste für sie bist du. Sie hat Hände und die sind so sanft, Mann, alles andere entdeckst du irgendwann dann. Sie hat alles und noch mehr, hab sie lieb und gib sie nie mehr her. War von Eva sehr entzückt. Danke, Herr, sie ist dir gut geglückt. Und sie lebten fröhlich dort im Garten. Nachwuchs ließ nicht lange auf sich warten. Damals hat die Story angefangen. Viele tausend Jahre sind vergangen. Heute sagt dein Sohn vielleicht zu dir: Hey Papa, Susi wohnt ab jetzt bei mir. Sie hat Augen und sie schaut dich an, Mann, und du spürst, was da geschehen kann. Sie hat Ohren und sie hört dir manchmal zu, denn das Wichtigste für sie bist du. Sie hat Hände und die sind so sanft, Mann, alles andere entdeckst du irgendwann dann. Sie hat alles und noch mehr, hat sie lieb und gibt sie nie mehr her. Das mit Adam war vor langer, langer Zeit, doch genau so geht's uns heute. Sie hat Augen und sie schaut dich an, Mann, und du spürst, was da geschehen kann. Sie hat Ohren und sie hört dir manchmal zu, denn das Wichtigste für sie bist du. Sie hat Hände und die sind so sanft, Mann, alles andere entdeckst du irgendwann. Noch mehr, hab sie lieb und gib sie nie mehr her. Sie hat alles und noch mehr, hab sie lieb und gib sie nie mehr her.